So eine Melodie vergisst du nie. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Volksmusikfreunde, herzlich willkommen bei Austria sucht den Volksmusikstar. Jetzt kommt und singt mit mir, alle im Saale hier. So eine Melodie vergisst du nie. So eine Melodie vergisst du nie. Stift St. Paul im Laufen, da dich grüßt, wo das Paradies vom Kärntner Landl ist, da wo die Leid gern singen überall, du doge deine, ich scherne granit's doll, wo bis zum Griffner Berg ziehst du die hin. Bis Leia kleines Dol, so mittendrin. Da bist du überall so gut bekannt. Du bist der schöner Fleck vom Unterkärntner Land. Drum komm zu uns, ist granit Dol, da gibt's a gute Kuss. Dazu trinkt man auf jeden Fall den reinen Apfelmus. Der Mus, der schmeckt wohl gar so fein, den trinkt man überall. Und überall kann man lustig sein, bei uns im Granitstall. Und überall kann man lustig sein, bei uns im Granitstall. Hol jo, di 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 di, hol jo, di 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 di, hol jo, di 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 di, hol jo, di di ja ho, hol jo, di 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 di, hol jo, di 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 di, hol jo, di 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 di, hol jo, di di ja ho. Zum Griffner Berg ziehst du die hin, bis Leia kleines Dol so mittendrin. Da bist du überall so gut bekannt. Du bist der schöner Fleck vom Unterkärntner Land. Drum komm zu uns ins Granitstall, da gibt's a gute Kost. Dazu trinkt man auf jeden Fall den reinen Apfelmus. Der Mus, der schmeckt uns gar so fein, den trinkt man überall. Und überall kann man lustig sein, bei uns im Granitstall. Und überall kann man lustig sein, bei uns im Granitstall. Hol jo, di 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 di, hol jo, di 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 di, hol jo, di 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 di, hol jo, di di ja ho. Hol jo, di 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 di, hol jo, di 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 di. Hol jo, di 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 di, hol jo, bei uns im Granitstall. Danke. Danke. Also grundsätzlich hat es mir nicht schlecht gefallen. Du hast nicht alle Töne getroffen, das hast du wahrscheinlich selber gemerkt. Ja, ein bisschen. Was mir ein bisschen fehlt, ist, dass du dich ein bisschen wenig bewegt hast. Ich würde trotzdem sagen, geben wir ihm vielleicht eine Chance. Er kann ja noch bis zur Ausscheidung kannst du ja noch einiges tun, gell? Ein bisschen an dir arbeiten und so. Okay, also von meiner Seite würde ich sagen, also ja.
Also ich würde so sagen, bei der Nummer kann man, wenn man halbwegs singen kann, nicht allzu viel falsch machen. Aber das Lied gibt für meine Begriffe nicht allzu viel her einer besseren Choreografie. Gesanglich waren einige Patzer, aber das würde ich sagen, das kann man tolerieren. Also meine Zustimmung hättest du. Also man muss die Musik nicht nur singen, sondern man muss die Musik auch spüren. Und das ist mir abgegangen, aber zwei okay hast du schon. Ja. Dann tun wir ein drittes dazu, damit du die Chance hast, genau auf diese Sachen zu achten. Du kommst ja wieder, wenn du 3+ hast. Vielleicht nimmst du einen Musikanten mit oder so, dass du leichter tust, dann brauchst du kein Playback, keine Musik dazu. Du hast sicher einen Freund, mit dem du musizierst. Freilich, ja. Das ist mein Vorschlag. Überleg dir ein gutes Outfit. Das gehört auch immer dazu. Ich hab's keine Mutter mehr und auch kein Vater mehr, kein Bruder, Schwester und kein Freund. Bin ein verlassenes Kind, so wie der Almenwind. Ich bin's der Weltverdruss, so haben's mich genannt. Bin ein verlassenes Kind, so wie der Almenwind. Ich bin's der Weltverdruss, so haben's mich genannt. Ich sollt mich lustig fühlen und sollt zum Tanz aufspülen. Ich bin's leider ein Musikant, der eine kränkt sich tot, der andere schint sich wund. Wer einmal herzkrank ist, wird nimmer gesund. Der eine kränkt sich tot, der andere schint sich wund. Wer einmal herzkrank ist, wird nimmer gesund. Und weil mich keiner mag, greif ich zum Wanderstab und wandre in die Welt hinaus. Die Berge himmelhoch, euch Täler grüß ich noch. Das ist der letzte Gruß vom Weltverdruss. Bitteschön. Stimme ist nicht schlecht. Insgesamt muss ich leider sagen, dass mir diese Nummer für einen Wettbewerb, der sich nennt Austria sucht den Volksmusikstar, nicht gefällt. Außerdem glaube ich, dass du auch ein bisschen aufs Outfit hättest mehr Wert legen können. Ja, ich muss mich da eigentlich auch anschließen, was mir besonders gestört hat bei dem Lied. Du hast teilweise die Überstimme gesungen, dann bist du wieder in die erste Stimme, also der Titel geht ganz anders. Du beginnst mit der Überstimme, dann hast du wieder die erste Stimme, also da hat es hinten und vorn auf Deutsch gesagt, nicht zusammenpasst. Ich würde sagen, du magst es nicht schlecht, das heißt nicht, dass du überhaupt nicht singen kannst. Ich glaube, dass deine Position wäre in einem Buschenschank, da kannst du sicher ganz, ganz viele Leute erfreuen. Aber für Austria sucht den Superstar leider nein. Jetzt gibt dir ich nur die Chance, dass du mit deinem Titel auf der Steirischen sagst, was du noch vorbereitet hättest. Ich bring's ihr Rauschkauz aus, ich bring's ihr Avica, ich bring's ihr Enzian und Spike-Vola. Du bist sicherlich ein toller Musiker für bestimmte Anlässe, aber ich glaube nicht ein Star, Austria sucht den Volksmusikstar. Das ist ja auch nicht böse gemeint, aber ich glaube, dass du deine Lücke findest oder da wirklich Gutes tun kannst und wirklich viel Spaß machen kannst und den Leuten eine Freude machen. So würde ich das sehen. Und jetzt habt ihr das dritte Minus gegeben, es tut mir leid, aber es gibt nur die Vorsitzende. Nicht aufhören, also trotzdem weiterspülen. Danke, dass du gekommen bist. Du musst leider auch mich anschließen, gell? Okay, servus. Ja, danke dir, servus. Musik.
Ich würde sagen, das tut den Augen gut und das tut auch den Ohren gut. Also es schaut ganz, ganz toll aus. Und wenn man zu einem Casting geht, dann entscheidet schon auch das Outfit, für mich jedenfalls. Auch ich habe mich für euch im Dirndl angezogen. Also es tut wirklich gut, euch zuzuhören, euch zuzusehen. Ich hätte mir vielleicht was Slowenisches gewünscht, aber ihr habt euch bemüht, Deutsch zu singen. Das muss man auch anerkennen. Von meiner Seite ein klares Ja. Danke. Ja, auch von meiner Seite, vor allem von der musikalischen Seite, Respekt. Auch von meiner Seite her ein Plus natürlich. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ihr seid toll, gefällt mir sehr, sehr gut. Outfit, das ganze Bühnenbild passt alles ganz toll. Und ein klares Ja von mir. Also selbst wenn ich jetzt ein nicht genügend geben würde, was ich nie im Leben täte, ich kann mich meinen Vorrednerinnen und Vorrednern anschließen, musikalisch, da war wirklich viel los, optisch sehr gut, sehr sympathisch, jede Einzelne wirklich, da merkt man so die Liebe zur Musik und auch zur Bühne. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, für mich war die Stimme der Frau zu sehr im Hintergrund, aber das sind Kleinigkeiten, die kann man sicher noch ausmerzen. Insgesamt natürlich ein klares Ja. Dankeschön. Thank you.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Das war, ich finde das großartig, dass ihr die Tradition weiter übernimmt, so wie ich das auch bei meinem Vater gemacht habe. Und dass er die Musik weiter traut, finde ich mal grundsätzlich super. Musikalisch war das auch natürlich astrein. Ich hätte jetzt nur Bitte, ich hätte echt gern dreistimmig singen gehört, nur mit Akkordeon, ohne Technik, unplugged. Das hätte ich jetzt gern gehört. Ist das möglich noch? Wir können ja ganz unplugged singen zu fünft, das steht zwar nicht zu Hause vorkommen. Ja, bitte, super. Unsere zwei Herzen im gleichen Tag schlug und die Gedanken dasselbe oft zog. Gern home tut gut, gern home ist schön, das Fühlsort nimmer vergeht. Wie komme ich auf die Idee, dass ein laufend toller nicht singen kann? Sehr gut, danke. Also von mir eindeutiges Plus, danke. Danke. Ja, ich kann mich dem Wolfgang nur anschließen, ihr seid echt super gut. Hat mir sehr gut gefallen und wie gesagt, das freut mich auch, dass für die Lofendoller eben die Tradition weitergeführt wird da. Noch dazu die eigenen Enkelkinder. Also ich finde es großartig, super. Outfit, alles da, passt perfekt. Sehr schön, für mich ein Ja. Ja, ich kann jetzt nur noch andere Worte versuchen zu finden. Perfekt, absolut musikalisch perfekt. Der Name Urach bürgt für Qualität, wie man sieht und hört. Ihr habt es sehr ernst genommen, den Auftritt sieht man auch an am Gewand, am Outfit. Ihr seid total selbstsicher auf die Bühne gegangen. Ja, was soll man sagen? Wunderbar, eindeutiges Ja. Dankeschön. Bevor ich überhaupt was sage, würde ich mal sagen, klares Ja. Und das tut meinen Raptal-Dirndl-Ohren besonders gut, wenn ich drei, vierstimmig singen höre. Einfach perfekt, wunderbar. Danke, dass ihr mitgemacht habt und natürlich ein klares Ja. Danke. Dankeschön. Dankeschön.
Wow! Da ist eine Seele dahinter, das hört man. Ihr lebt für die Musik und es kommt wirklich von innen bei euch. Also traumhaft schön gespielt, wirklich. Danke. Fehlerfrei, sehr schön. Irrsinnige Fingergeschwindigkeit, gefällt mir sehr gut. Also ein eindeutiges Ja von mir. Super. Ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Fantastisch gespielt, wunderbar phrasiert. Es war auch so, dass ihr beide wirklich Sympathie herüberstrahlt, ausstrahlt, herüberbringt von der Bühne runter. Also man hat da den Eindruck, da sind nicht zwei oben, die müssen da heute jetzt irgendwas spielen, sondern denen macht es wahnsinnigen Spaß. Ganz klares Ja. Ja, von meiner Seite würde ich sagen, ihr habt nicht Blut in den Adern, sondern Musik in den Adern. Und was mir so besonders gut gefallen hat, ist diese Harmonie und dieses Gefühl. Ihr spürt es nicht einfach durch, sondern ihr spürt es. Wann gehe ich ein bisschen zurück, wann gebe ich mehr? Und das macht es aber aus, das Gefühl. Musik muss man spüren, nicht nur spielen. Und von mir natürlich ein eindeutiges Ja. Dankeschön. Danke. Mir ist auch aufgefallen, die Dynamik, die ihr reinbringt, die ist großartig. Ich habe nur eine Frage, wer hat jetzt den Bass gespielt? Habt ihr denn beide synchron gespielt? Ja, beides. Das habt ihr euch sehr gut ausgecheckt. Danke. Und vor allem auch sehr authent für diese Musik gebracht, weil es ist nicht so selbstverständlich, dass man von der steirischen an Bariton-Sound sozusagen wirklich so authent irgendwie, also das Gefühl rüberbekommt. Das war sehr, sehr gut. Dankeschön. Danke. Danke. Sober, kein Musik für Alt und Jung. Bringen in die Bude rein Stimmung und auch Schwung. Partybuam aus Oberkrein, spielen sich in dein Herz. Vergessen sind die Sorgen, der Kummer und auch Schmerz. Heute wollen wir feiern, wollen fröhlich sein. Lachen, tanzen, singen, trinken guten Wein. Feiern bis der Tag erwacht, durch die ganze Nacht. Bis am frühen Morgen die Sonne vom Himmel lacht. Partybuam aus Oberkrein, Musik für Alt und Jung. Bringen in die Bude rein Stimmung und auch Schwung. Partybuam aus Oberkrein, spiel sich in dein Herz. Vergessen sind die Sorgen, der Kummer und der Schmerz.
Für mich seid ihr total authentisch, Partyburm. Und genau das habt ihr rübergebracht. Man hat die Freude gesehen, gespielt habt sowieso super, gesungen wirklich super. Für mich wart ihr wirklich die Partyburm, man hat es auch gespürt, ihr macht eine Gaudi. Und wenn ihr Party macht, dann geht die Post ab. Von mir ein klares Ja. Vielen Dank, super. Den Drive, den ihr habt, habe ich heute, ich habe schon sehr gute Obergrenner-Gruppen gehört, aber den Drive, den sie mit dem Akkordeon, mit der Gitarre zusammenbringt, der ist großartig. Mir ist nur das Bariton, du könntest ruhig noch genauso viel Gas geben wie die zwei. Ich glaube, das wird es dann noch einmal um eine Stufe höher bringen. Und ja, von mir ein eindeutiges Plus. Naja, langsam weiß ich eigentlich nicht, warum wir überhaupt ein Casting machen. Ne? Das können wir gleich ins Finale gehen. Ja, wirklich, kann mich nur anschließen, was meine Vorredner gesagt haben, wirklich Partystimmung pur, Freude pur auf der Bühne, instrumental perfekt. Er ist natürlich noch strenger, weil er ist ein Musiker und Produzent, also er kann das noch besser ausformulieren und kritisieren als ich. Ja, was soll man lang da herumreden? Natürlich, ein klares Ja. Ja, hast mir aber auch sehr gut gefallen. Passt alles, gell? Alles richtig gespielt. Super, hat mir sehr gut gefallen. Ihr bringt Stimmung rein, ihr habt Schwung. Die Gitarre ist super, wie ihr mitmacht. Das reißt die Leute auch ein bisschen mit und er springt ja richtig vor Freude. Also ihr seid alle super. Ein eindeutiges Ja, ihr seid mit dabei. Danke fürs Kommen, gell? Gamlitz, Gamlitz, Gamlitz stellt sich vor, wir singen es im Chor. Gamlitz stellt sich vor, Gamlitz, Gamlitz, Gamlitz stellt sich vor, Gamlitz singt im Chor, wir stellen uns vor. Es ist so nett in Gamlitz, man fühlt sich richtig wohl. Darum kommt sie und darum kommt er, denn da bist du wie zu Haus. Stellt sich vor, Gamlitz singt im Chor, wir stellen uns vor. Dann drückt man dir die Hand, denn du bist unser Gast. Klingt doch das Glas, denn es ist voll Wein, ja, so soll es bei uns sein. La 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 la. Gamlitz, Gamlitz, Gamlitz stellt sich vor, Gamlitz singt im Chor, wir stellen uns vor. Ja, du stehst sehr selbstsicher auf der Bühne, das sieht man einmal auf alle Fälle. Du machst Werbung für die Region, für einen guten Wein, es ist auch super. Es hat mir absolut nicht schlecht gefallen, aber ich glaube, du hast mit der Trompete schon ein bisschen ein leichtes Stück ausgesucht, wenn ich das so beurteilen darf. Ein bisschen so in der Ebene dahin. Ich glaube,
anders Stickel wäre vielleicht besser, wo du wirklich sagst, dass du wirklich drauf hast. Gesanglich gut. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher. Ich sage derweil einmal Jein. Vielleicht hören wir dann noch was. Ich muss auch sagen, dass vielleicht die Titelauswahl dahingehend, ich verstehe das, eigener Titel und super, dass man da einen eigenen Titel bringt. Aber vielleicht war ein anderer Titel dahingehend besser gewesen, um zu zeigen, was auf der Trompeten von dir aus möglich ist. Und was, aber das kannst du ja alles noch, solltest du weiterkommen, kannst du das alles noch überdenken für die nächste Runde. Ne? Gesangstechnisch, ja super. Und über die zwei Einstiege schaue ich hinweg, das du versemmelt hast. Aber ist in Ordnung. Also von mir ein Plus auf jeden Fall. Um es kurz zu machen, ich gebe auch ein Plus. Musikalisch braucht man gar nicht drüber reden, wunderbar, also wirklich perfekt, sieht man auch hier auch, was du alles gemacht hast, Musikstudium, Musikhochschule Graz, das spricht dir selber für sich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du ein singender Musikant bist oder ein musizierender Sänger, zumindest wenn man diese Nummer hört, die ich also textlich wahnsinnig anspruchsvoll finde, also man merkt sich fast gar nicht, um was es geht. Ich muss dem Wolfgang und der Amalia recht geben, andere Nummer wäre sicher nicht schlecht, also würde sich gut machen. Also du hast hier, wie sagt man, ein Minimalist sozusagen bist du hier in diesem Fall gewesen, du hast also mit dem geringsten Aufwand versucht, darüber zu kommen und du, in dir steckt sicher mehr musikalisch und auch gesanglich, als diese Nummer hier verraten hat. Hast du noch was für uns? Irgendwas Solistisches auf der Trompete oder so, ohne Playback. Ohne Playback, irgendwas Kurzes. Spür uns was. So, genau so hätten wir uns das vorgestellt. Die Gigs ja, die Gigser, das kann passieren. Also, bravo, ein Ja von mir. Bravo. Thank you.
Jetzt lachst, schau. Vorher hast du nicht gelacht. Du warst zu konzentriert. Warst zu nervös. Nein. Nicht? Ja, super gespielt. Auch wieder, ich schaue immer auf die linke Hand bei den steirischen Spielern, ob es da eh was da ist, oder ob es angezahlt oder ob es schummeln. Aber super, super linke Handarbeit wieder auf dem Pass. Großartig. Woran du ein bisschen arbeiten könntest, war einfach das Timing. Du bist uns immer ein bisschen vierer, wenn du nervös gewesen warst und immer schneller gespielt. Lass da ruhig Zeit. Wir haben genug Zeit, weißt du, was ich meine? Also, wegen uns brauchst du nicht schneller spielen. Aber sonst super gespielt und ja, von mir ein eindeutiges Plus. Ja, ich kann meinen Wolfgang da noch anschließen. Du hast ein bisschen kudelt. Also, wenn du auf der Bühne stehst, dann nimm dir die Zeit. Jetzt bist du wirklich nur du wichtig. Und alle müssen warten, was du jetzt bringst. Du musst diese Zeit auch genießen. Aber du hast super gespielt und von mir natürlich auch ein klares Ja. Also ich finde es sehr mutig, dass du mit 10 Jahren hier dich der Konkurrenz stellst, die ja teilweise aus Vollprofis besteht, und das, man tut sich da auch nicht sehr leicht, als Solist mit einer Harmonika allein auf der Bühne zu stehen. Ein bisschen mehr Temperament, ein bisschen mehr Lächeln, ein bisschen frecher sein, mit 10 Jahren darf man ruhig frecher sein, aber sonst ein klares Ja und sauber gespielt, fein. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, Kimi, ich kann mich da jetzt auch nur anschließen bei meinen Kollegen. Du hast toll gespielt. Und ja, ein bisschen mehr Lachen auf der Bühne, vielleicht ein bisschen mehr Temperament zeigen, das wäre noch super. Aber ich weiß, wenn man nervös ist und angespannt, ist das schwierig. Aber das kann man... Du warst nicht nervös, okay. Dann hast du nicht für uns gelacht. Okay, also dran vielleicht noch ein bisschen arbeiten, ein bisschen Temperament, ein bisschen Lochen, dann funktioniert das auch, gell? Also, du hast toll gespielt, von mir auch ein klares Ja. Danke dir. Ja, lieber Gerd, du spielst gut, hast hin und wieder ein bisschen ein Problem mit dem Timing. Ab und zu schwindelst du oft ein bisschen drüber bei bestimmten Sachen und du studierst dir das alles selber ein, vom Gehör her jetzt. Ja, genau.
Also nicht nach Noten, deswegen weichst du oft ein bisschen mal von der Melodie, vom Original ab, aber das ist vielleicht deine Version. Grundsätzlich, du kannst spielen, das Temperament fällt mir ein bisschen, also ein bisschen mehr Bewegung und Lachen, was so auf der Bühne, und daran kann man aber arbeiten, das ist nicht das Problem, aber du kannst spielen und ich sehe da eigentlich schon ein Potenzial drin, und von mir ein Ja. Dankeschön. Mhm. Ich hätte mir ein bisschen anderes Bühnenoutfit vorgestellt, gewünscht. Das ist mir ein bisschen, ja, okay, ist Geschmackssache. Aber es sind sehr schöne Passagen drinnen gewesen, daher von mir auch ein klares Ja. Ja, von meiner Seite aus ist es ein bisschen gehudelt. Ich weiß, Zirkus Renz spielt man mit der Zeit schon schneller. Aber ich glaube, es wäre besser, wenn du da eine gewisse Geschwindigkeit zurechtlegst und dort exakter bist. Also für mich war es ein bisschen eine Hudlerpartie. Was mir sehr gut gefallen hat, war die verschiedenen Sachen. Du fängst mit einem Leichnerstück an und steigerst dich. Aber ich würde sagen, arbeite daran, vielleicht nicht ganz so schnell zum Schluss, dafür aber exakter. Aber von meiner Seite natürlich auch ein Ja. Dankeschön. Und jetzt hast du genau das gesagt, was ich sagen wollte. Aber wirklich genau. Super, dass du das... Dass dir das so Spaß macht, auch das selber auszuhören und die Stickeln und auch das Zusammenstellen und so, das war gut durchdacht und alles. Aber wie gesagt, beim Zirkus Renz, wenn du das am Anfang langsamer machst, dann brauchst du das hinten auch nur mal halb so schnell spielen und der Effekt ist der gleiche. Weißt du, wie man? Also, ja. wenn du das einfach das Ganze runterschraubst, sicher war das jetzt sehr schnell am Schluss. Du hast keinen Boss weglassen, damit du drüber kommst, oder? Dadurch, dass du ja schon 3 Plus hast, ich hätte sowieso auch Plus gegeben. Also. Jetzt nicht vom Stockerl das Ganze, und zumal wir den Titel heute auch schon gehört haben bei einer anderen Partie. Ich finde es auch nicht sehr originell, sich diesen Titel auszusuchen, aber musikalisch gibt es nichts zu meckern, daher ein Ja. Also ich habe es eigentlich recht gut gefunden, bis auf den kleinen Hakel, was drinnen gehabt habt, aber das passiert jedem mal. Jeder, der, wenn er keinen Fehler macht, dann hat er noch nie gespielt.
Also ich finde es absolut nicht schlecht und von mir würde ich sagen, doch ein Ja. Also ich muss da widersprechen, Lothar, weil so wie Sie das Trompetenecho jetzt gespielt haben, nämlich so frei und mit so vielen eigenen Elementen, das finde ich großartig. Dass ihr jetzt nicht versteift auf dem Original Obergreiner Stil und so schaut, sondern dass ihr eure eigenen Elemente mit einbringt. Ich glaube, du hast sogar die Autobahn, glaube ich, eingebracht, oder was hast du für ein Zitat drin gehabt? Also das finde ich großartig. Das ist schon ein bisschen global Greiner Style und das finde ich super. Wenn ihr noch was vorbereitet habt mit Gesang, dann würden wir uns das noch gerne anhören. Okay, aber zwei Jahre haben wir schon, gell? Zwei Jahre haben wir bereits. Der Wolfgang wartet noch auf die Gesangsnummer. Also von mir auch, hat mir sehr gut gefallen. Spielt's toll, gibt's nichts. Natürlich mit der Nummer, die sehr abgedroschen ist, hat man natürlich auch sehr viele Vergleichsmöglichkeiten. Wer spielt's besser, wer spielt's ein bisschen schlechter? Und da tut man sich meistens selber keinen Gefallen, weil man dann eben die Konkurrenz ist ja viel größer. Ist das euer Bühnenoutfit? Ja, also wir haben verschiedene Outfits. Normalerweise, wenn es ein bisschen wärmer ist, spielen wir so in einer Art Lederhosen, teilweise mit einem grünen Label und halt unser Markenzeichen, das uns jetzt schon die ganze Zeit begleitet, sind natürlich die roten Schuhe. Okay. Das haben wir schon oft hergekriegt. Okay. Ja, genau. Das heißt, du hast unterhalb auch dieses T-Shirt an, oder? Ja, meins ist leider das Problem gewesen. Meins war in der Wäsche und jetzt ist es bis heute nicht mehr ausgegangen. Deswegen hast du zugemacht vorhin, ja, alles klar. Leider, ja. Ich hätte uns das gerne angehabt, ja. Jetzt haben wir dich erwischt. Okay, gut, dann hören wir uns. Also von mir auch ein Ja. Das steht einmal fest. Gefällt mir gut, das hat junge Burm. Und jetzt hören wir noch die Nummer, gell? Fünfmal Feuer auf der Bühne, unser Sound ist jetzt entfacht. Keine Schlösser und kein Adel, unsere Musik ist die Macht. Das war schon immer so. Musik für uns ein Leben lang, darüber sind wir froh. Kein Villa und kein Landbesitz, das hat für uns keinen Wert. Für euch zu spüren zu jeder Zeit, da wissen wir, wie sich's gehört. Fünfmal Feuer auf der Bühne, unser Sound ist jetzt entfacht. Keine Schlösser und kein Adel, unsere Musik ist die Macht. Bühne, unser Sound ist jetzt entfacht. Keine Schlösser und kein Adel, unsere Musik ist die Macht. Eigenkomposition oder? Ja, Eigenkomposition von uns. War echt sehr cool, sehr lässig. Ein bisschen jazzige Elemente, auch mit den vorgezogenen und so, großartig. Man hat jetzt in der zweiten Nummer natürlich gemerkt, warum ihr die erste Nummer nicht gesungen habt, weil es einfach noch nicht so sicher seid im Singen, kommt mir vor. Ich weiß nicht, wie ihr das selber empfindet. Da ist sicher noch Aufholpotenzial da für die nächste Runde dann, weil man wird dann schon erwarten, dass es singt in der nächsten Runde.
glaube ich zumindest, weil sonst wird es schwer, wenn es ein Instrumental wird. Ich will euch nicht vorgreifen, wenn ihr Instrumental spielen wollt, dann gerne. Nur es sind mehrere Gruppen in eurer Besetzung da und dass man da ein bisschen einen Vorsprung rausholt, darf ich da noch dran arbeiten, aber sonst super. Darf ich noch was sagen? Ja, gerne. Meine Meinung jetzt da. Also ich bin in Gesang eigentlich, wo sehr viel Wert auf Gesang legt. Ich glaube persönlich, dass ihr eher punktet im Instrumentalen. Das ist meine Meinung. Also ich würde jetzt dem Wolfgang widersprechen und würde sagen, tut's nicht singen. Oder daran wirklich noch arbeiten oder was aussuchen, was stimmmäßig wirklich was sagen kannst. Also für mich hätte ich diese Nummer bewerten müssen, hätte es ein Nein gegeben von meiner Seite. Ehrlich jetzt, aber es ist instrumental, seid sie für mich super. Und das Ja ist sowieso schon da. Aber ich würde jetzt wirklich Gesang, wenn, dann wirklich, dann müsst ihr wirklich was aussuchen und wirklich daran arbeiten. Meine persönliche Meinung. Okay? Aber ihr seid durch. Ich möchte auch noch eine persönliche Meinung anbringen. Mir gefällt das Outfit nicht, das tut mir leid. Diese dunklen, diese blauen Jacken, das ist so ein düsteres Bild. Ich meine, zieht es aus, alles was hell ist, ist freundlich, ist viel sympathischer. Das schaut aus, wie wenn es irgendwo gerade aus dem Regen kommt. Nicht böse sein, das ist jetzt meine wirkliche Meinung. Und die Schuhe, alle super, Jeans, natürlich modern, aber diese blauen Jacken, das schaut so dunkel, so düster aus. Also mir gefällt es ehrlich gesagt nicht. Aber ihr seid Zweiter und ihr habt es gut gespielt. Ihr dürft das jetzt nicht unbedingt als Kritik sehen, das wollte, glaube ich, der Wolfgang sagen. Das ist, wir haben jetzt gesehen, was an Gruppen da ist und auch so, das ist eigentlich ein Tipp an euch. Wenn ihr es annehmt, ist es schön. Wenn ihr das ignoriert, sagt ihr, die depperte Jury, was hat er jetzt gesagt? Wir wissen, was wir wollen, wir machen, was wir wollen, dann ist das eure Sache, verstehst? Ist nur ein heißer Tipp. Das, vielleicht nehmt ihr das an, was wir gesagt haben, aber ihr seid eine gute Gruppe, braucht man gar nicht reden, ihr spielt gut, braucht man überhaupt nicht diskutieren, es passt alles. Wie gesagt, der Gesang ist ein bisschen mangelhaft, aber daran kann man arbeiten, gell? Okay, also. Im Namen von uns fünf darf ich auch noch was sagen. Vor allem, wir freuen uns natürlich auch, wenn wir ein bisschen Kritik kriegen, weil das gesagt wurde, wo wir arbeiten können. Und gerade für uns Junge, wenn wir noch relativ da am Start sind, hilft es uns natürlich auch immer weiter, wenn wir Tipps kriegen von erfahrenen Leuten und dann, wenn wir es besser machen können. Super, das ist ein Pluspunkt für euch. Also, ja, der fünfte Punkt ist das. Arbeitet dran, seid gut dabei, echt. Also, danke, gell? Danke. Endlich ein freier Tag, heute kann ich tun, was ich mag. Nur was wird das heute sein? Es fällt mir leider gar nichts ein. Als ich dann reinschaue auf Google, kommt dieser riesige Bergmugel. Und nach einem kleinen Navi-Check sehe ich sofort, das ist ja nicht weit weg. Komm halt vor mir auf die Pätzen, da oben fliegen gleich die Fetzen. Ob im Winter oder Sommer, da oben, ja, das ist ein Hammer. Komm du nicht um und komm mit, Spaß und Bewegung halten die Luft. Und was sie ganz besonders machen, das ist der Betzen und Kirchturm. Im Winter fahren wir mit die Ski. Der Adventsmarkt ist auch was für mich. Sollte ich mal lustig sein, dann kehr ich in die Hütte ein. Im Sommer lädt der Berg zum Wandern ein. Oder soll's doch Mountainbiken sein? Die beste Downhill-Strecke gibt es hier. Rauf auf die Pätzen, ja, das müssen wir. Komm halt vor mir auf die Pätzen, da oben fliegen gleich die Fetzen. Ob im Winter oder Sommer, da oben, ja, das ist ein Hammer. Komm du nicht um und komm mit, Spaß und Bewegung halten die du fit. Und was sie ganz besonders macht, das ist der Pätzen im Kirchturm. Drum der See, der ist glasklar und die Aussicht wunderbar. Für Verpflegung ist gesorgt mit Kulinarik aus dem Ort. Ob allein oder Familie, Angebote gibt es viele. Und das alles an einem Ort, ja, darauf habt ihr unser Wort. Komm halt vor mir auf die Pätzen, da oben fliegen gleich die Fetzen. Ob im Winter oder Sommer,
da oben, ja, das ist ein Hammer. Komm du nicht um, komm mit. Spaß und Bewegung halten dich fit. Und was sie ganz besonders machen, das ist der Betzen am Kirchturm. Das war eine Eigenkomposition, gell? Ja, das war eine Eigenkomposition für unseren Hausberg, den ja ein Kollege von unserem Vater sozusagen übernommen hat mit seinem Skibetrieb. Dann haben wir gesagt, für das kriegt er jetzt dann ein Lied von uns. Okay, wer hat das geschrieben von euch? Das war ich. Du hast es geschrieben. Du schaust so spitzbubenhaft aus, beide, gell? Das gefällt mir irgendwie, gell? Zwei Spitzbuben stehen da auf der Bühne. Ja, da weiß man noch zum Haben, also so ist nicht. Hat mir sehr gut gefallen. Eigenkomposition ist natürlich einmal ein Pluspunkt auch. Mit deinem MIDI, das kriegst du ganz gut hin, muss ich sagen. Danke, das danke. Klingt toll, ja. Also ein Plus von mir, gell? Du bist schon zweifacher Europameister auf der Harmonika. Was willst du noch alles werden? Weltmeister oder was? Na, so übertrieben brauchen wir nicht. Bleiben wir am Boden, das reicht schon. Nein, es wirklich musikalisch, also instrumental gibt es, was wollen wir dazu sagen? Perfekt. Ich habe ein bisschen die Stimme, manchmal habe ich nicht ganz verstanden, was du da gesungen hast, nicht nur wegen dem Dialekt, sondern das war auch ein bisschen, ich weiß nicht, wie kann der Sound sein, ja, aber sehr originell die Besetzung und die Instrumentalisierung und auch die, ja, das Duo an sich, also gefällt mir sehr gut, daher auch ein ganz klares Ja. Danke. Ja, lieber Lothar, ich habe einen Text auch nicht verstanden, ich habe wohl immer Betzen verstanden. Aber das ist voll egal. Die Stimme war super und was mir bei euch zwar gefällt, für was habt ihr jeder eine Band? Damit es nicht langweilig wird, also wir brauchen eine ganze Abwechslung. Nein, wenn ihr jeder Band habt, dann habt ihr mehr zum Teilen. Ihr zwar seid super, also ich würde das auf alle Fälle ausbauen, also mir hat das super gefallen. Es ist spritzig, super gespielt, super gesungen, Text, naja, haben wir nicht verstanden, egal. Es war auch viel Text zum Singen. Ja, ja, freilich, das wird sein, aber von mir wirklich, mir hat es wirklich total gut gefallen und wirklich ein doppeltes Ja von mir. Danke. Falls du Nein sagst. Bezüglich Text, wenn wir schauen, dass wir das nächste Mal einen Ingwer-Tee trinken, dann wird es ein bisschen deutlicher, wie es da stimmt. Ich hat bei mir der letzte Akkord rausgerissen, der Siebener war es. Das war Siebener. Und der hat mir rausgerissen, das hat für mich so irgendwie gesagt, okay, da ist musikalisch noch im Kopf eh noch mehr da und da geht noch mehr. Ja, das war für mich so das letzte Zeichen. War mit den Stops und so mit dem Auftakt. Das war eine coole Komposition prinzipiell. Der Midi-Boss hat mir auch gut gefallen. Danke, danke. Ja, muss man sagen. Ah ja, plus. Ja. Dankeschön. Oh la la, da pfeift die Gans und zwurbelt ihr. Sieh hier, Mader, ist es aus mit mir. Oh la la, ein jedes Herz erschmilzt dahin. Weil ich a Gans, jo a Gans, Kampler bin. Weil ich a Gans, jo a Gans, Kampler bin. Treu sei, ist nix für mich. Ich hab keine Zeit für dich. Trotzdem hast mich, jo so gern. Und wirst das Lied immer wieder von mir hören. Oh la la, da pfeift die Gans, was wurmelt ihr? Sieh hier, Mara, ist es auch mit mir? Oh la la, a jedes Herz erschmilzt dahin. Weil ich a Gans, jo a Gans, kein Klar bin. Jo, a ganz Kampfler bin. Mir passt keine Hochzeitsgott. Ich nehm's nicht so genau. Wenn ich fremd bin, nur bekannt. Und mein Herz ist verliebt in Steirerland. Oh la la, da pfeift die Gans, was wurmelt dir? Sieh hier, Mara, ist es aus mit mir?
oh la la, ein jedes Herz schmilzt dahin, weil ich ja ganz kein klar bin. Oh la la, da pfeift die Gans, was für mit dir? Sieh wie ein Marder ist es aus mit mir. Oh la la, a jedes Herz schmilzt dahin, weil ich ja ganz kein klar bin. Weil ich ja ganz kein klar bin. Ja, meine Steirer Kollegen, für mich war das eigentlich eine runde Sache. Ich meine, jeder Ton war bei den Hohenpassagen nicht hundertprozentig getroffen, aber wenn man da umsteht, wir wissen alle, wie das ist. Aber ich habe mich selber ertappt, dass ich mit dem Fuß mit tue. Das ist bei mir immer ein gutes Zeichen, dass super, man irgendwie vom, ja, es ist was da. Also mir hat es gut gefallen und von mir gibt es natürlich ein Ja. Das ist ein Grund, warum du in Kontrabass da jetzt 3 Minuten gehalten hast, weil du hast hinten ein Bariton auch liegen, glaube ich, oder? Ja. Warum hast du das nicht mit dem Bariton gespielt, weil du gemeint hast, da ist jetzt, da gehört jetzt... Das für Sauerleiter passt, auch für das passt besser für die Bossgänge. Ja, gut. Das ist unser Stück normal mit dem Kontrabass normal, gell? Der Boss war ja schon ein Bandel drauf, den habe ich ja gehört. Ja. Gesangstechnisch hat es mich auch nicht so vom Hocker gerissen, okay. Ehrlich gesagt, tut mir leid. Weil wir haben heute schon wirklich gute Sänger auch da gehabt. Und dass man da jetzt sagt, irgendwo müssen wir die Trennung machen. Ne? Und da fällt es halt ein bisschen ab im Gegensatz zu allen anderen. Deswegen kann ich euch leider keinen Plus geben. Es tut mir total leid. Sorry. Sympathisch ist das Auftreten, die Kleidung. Außerdem bin ich ein Steiermark-Fan. Daher bin ich sozusagen voreingenommen und von mir gibt es ein klares Plus, weil das war, ihr seid Profis, das merkt man. Gesanglich muss ich mich allerdings dem Wolfgang anschließen. Hätte ihm auch ein bisschen mehr erwartet, aber okay. Die Stimme ist ein bisschen dahin, aber so. Bitte? Die Stimme so ein bisschen dahin hat. Ja. Nein, aber trotzdem, für mich war es insgesamt ein klares Ja. Dankeschön. Ja. Mir hat es auch gut gefallen. Jetzt habe ich nur eine Frage, warum habt ihr ein Halbplayback mitlaufen? Na, jetzt wirklich ein Schlagzeug, genau. Schlagzeug und jetzt. Gell. Ja, das weiß ich schon. Aber ihr habt ja eigentlich alles dabei. Ihr habt Harmonik, ihr habt ein Gitarrenrhythmus, ihr habt die große Bassgeigen. Sonst spielen wir uns mit dem Bariton. Ja, kennst du uns noch ein Stickerl spielen ohne Halbplayback? Ja. Ist es möglich? Saulieder, ja. Das hätte mir gefallen, echt? Ja, Saulieder du, die ganze Nacht hast gesoffen, du Saulieder du, Saulieder du. Saulieder du, die ganze Nacht hast gesoffen, du Saulieder du. Wir wollen euch nicht zu strapazieren. Ich wollte es nur hören, aber das gefällt mir viel besser als wir mit dem Playback. Das ist nur meine Meinung jetzt. Wirklich, weil ihr könnt okay, spielen, passt. Ihr könnt spielen, ihr habt eine Stimmung drin. Wolfgang, willst du noch was sagen? Jetzt haben sie auch gut gesungen, gell? Ja, bitte spiel Bariton. Das habe ich gemeint. Na super. Super. Danke. Ich revidiere mein Minus auch. Danke. Thank you.
Wir warten noch auf den zweiten. Dann brauchen wir nicht warten. Ich werde Königin. Er hat man mich dann gefragt, dann habe ich gesagt, ich werde eine Königin, ein Judenkönigin. Das ist für mich jetzt schwer. Ich würde es mal so sagen, ich bewerte mal den ersten Titel. Das war spitze. Also wirklich eine runde Sache, also die Trompeten, die ist angefahren, die mein Akkordeon, also alle. Muss ich wirklich sagen, für mich eine runde Sache. Ich komme auch von einer Damenband, also wirklich großartig. Zum zweiten Lied möchte ich sagen, die Dame mit der Stimme, eine wunderschöne Stimme, aber für mich... Fürs Jodeln selber würde es nicht reichen. Da habe ich also Jodeln, wenn ich jetzt an die Margret denke oder an die Mama von Wolfgang, die Herr Linde. Aber wie gesagt, du hast eine wunderschöne Stimme. Deshalb gibt es für dich sowieso ein Ja für alle, klar. Aber Jodeln wurde ich nicht so überzeugt. Aber trotzdem, alles zusammen hat mir ganz gut gefallen und natürlich ein klares Ja. Ich glaube, es Jodeln... Das Beste, wenn du was sagst. Ja, ich kann es nicht. Also die, auch die 32er Sprünge, die du gemacht hast, also das muss man schon mal prinzipiell singen und es war auch nicht der leichteste Titel, wenn ich mir die Melodieführung anhöre. Also großen Respekt, dass ihr euch über so eine Nummer drüber traut bei so einem Casting einmal. Das ist einmal meine Meinung. Ja, sonst musikalisch, optisch, alles perfekt. Also was kann ich da dazu sagen? Also von mir gibt es auf jeden Fall ein Plus. Ein Ja. Danke.
Ich habe bei meiner Zeitschrift einen Abonnenten, der ruft mich jeden Monat an und fragt, wann kommen endlich die Polka-Mädels in die Zeitung. Bisher musste ich ihm sagen, ich weiß es nicht. Jetzt kann ich ihm das nächste Mal sagen, die kommen ganz sicher in die Zeitung, weil ihr wart wirklich spitze. Das mit dem Jodeln, ich bin jetzt kein Jodel-Experte, mir hat es eigentlich ganz gut gefallen, aber es gibt immer noch bessere natürlich, aber wirklich sehr, sehr sympathisch, außerdem Frauen sind immer sympathischer als Männer. Ist jetzt ein bisschen unfair, aber es ist so. Und was ist das, eine slowenische Tracht? Na, das ist von Strohmeier. Strohmeier, aha, okay. Sehr, sehr schön, wirklich sehr sympathisch. Daher ganz klares Ja und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Danke. Danke. Ja, schön, dass ihr gekommen seid. Also der erste Titel, ich sage jetzt auch, fange beim ersten Titel an, der war wirklich total super gespielt, alles perfekt gemacht, schön, Outfit, alles super da. Der eine Mann passt irgendwie ganz gut dazu, der Hahn im Korb. Und zum zweiten Titel, also die Sängerin, sie hat wirklich eine sehr gute Stimme. Ein Power, da kommt was raus, also ein Boom aus der Stimme, wirklich sehr gut. Aber wie gesagt, mit Jodeln, da müsste sie noch ein bisschen üben, gell? Und sie hat sich natürlich, wie der Wolfgang schon gesagt hat, einen sehr schwierigen Jodeltitel ausgesucht, von hoch nach tief und so weiter. Also die, das ist natürlich nicht so einfach, gerade beim Jodeln mit den Sprüngen von Kehlkopf. Ja genau, die Sprünge sind sehr schwierig. Ich glaube, da würde sogar ich mir schwer tun, da die Töne zu treffen. Aber gut, dran kann man arbeiten. Also jodeln würde ich jetzt nicht unbedingt bei der Ausscheidung, wo ihr jetzt mit Sicherheit ja dabei seid. Singen, ja. Ein super Titel mit deiner tollen Stimme, das kommt sicher super an. Also von mir ein klares Ja, ihr seid toll, wirklich. Danke. So eine Melodie vergisst du nie. Jetzt kommt und singt mit mir alle.